Vielleicht wird einer von ihnen ja später mal ein ganz großer. Davon träumte auch der SPD-Vorsitzende und Kanzlerkandidat Martin Schulz. Er spielte 5 Jahre lang bei Rhenania Würselen und träumte davon, Fußballprofi zu werden. Bis ihm ein Kreuzbandriss einen Strich durch die Rechnung machte. Joe Solaia war zwischen 1968 und 1974 der Trainer von Martin Schulz und erinnert sich noch gut an diese Zeit. Schulz habe viel mit den Schiedsrichtern geredet. Gerechtigkeit sei ihm auch auf dem Platz wichtig gewesen. Und damit ist der Martin auf 5, 6 Jahre durch die Jugendabteilung gegangen mit dem Motto, wir sind für Gerechtigkeit. Der hat das nicht auf Plakaten geschrieben, aber er hat so gehandelt und seine Mitspieler, die haben genauso gehandelt. Die ehemaligen Mitspieler von Schulz haben dessen politische Karriere natürlich genau verfolgt. Schon auf dem Spielfeld habe Schulz Führungsqualitäten gezeigt, sagt Franz Josef Hansen. Schulz sei aber auch ein Kämpfer gewesen, der die Gerechtigkeit schon einmal in die eigene Hand genommen habe. Also diese Zuverlässigkeit, diese Willensstärke, diese Durchsetzungsfähigkeit, diesen Mut machen, dieses Selbstvertrauen auch zu haben, diesen Siegeswillen zu haben, das hat er uns schon vorgelebt. Und wir sind oft dann die Techniker, die dann mal hart attackiert worden sind vom Gegenspieler, die haben dann schon mal den Kopf in den Sand gesteckt. Und der Martin hat, das war für den Martin die Herausforderung, uns da hochzuholen und hat dann genau dasselbe natürlich mit den Gegenspielern gemacht und uns gezeigt, es geht doch vorwärts. Ist egal, wie groß die Namen sind, ob das FC Köln oder Schalke 04 ist, wir schaffen das. Daniel Schevior, erster Geschäftsführer bei Rhenania Würselen, freut sich, dass sein Verein durch Schulz wieder im Mittelpunkt des Interesses steht. Herr Schulz ist seit über 50 Jahren jetzt Mitglied bei uns. Wenn man ihn braucht, man muss ihn nur anrufen. Klar, zeitlich sind wir ein bisschen eingeschränkt, aber er kommt regelmäßig vorbei, belebt das Vereinsleben und deswegen machen wir es gerne und freuen uns auch so ein bisschen über die Aufmerksamkeit. Gerade kämpft die Vereinsführung dagegen an, dass das Vereinsgelände an den Stadtrand von Würselen verlegt wird. Vielleicht, so die unausgesprochene Hoffnung, kann ja Martin Schulz helfen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zu einem Video, das euch die älteste demokratische Partei Deutschlands vorstellt, die SPD. Wofür diese Abkürzung steht und warum die Partei schon so alt ist, das erfahrt ihr in den kommenden fast 5 Minuten, ist wieder ein bisschen länger geworden. Müsste das Video hier ungefähr 5 Stunden lang sein, wenn ich euch im Detail erzählen würde, wie die SPD entstanden ist. Die Geschichte der Partei ist nämlich gleichzeitig in vielen Punkten auch die Geschichte Deutschlands der letzten 150 Jahre. Weil wir aber alle keine Zeit haben, fasse ich jetzt mal ganz kurz das Wichtigste zusammen. Gehen wir zurück in die Jahre der industriellen Revolution. So eine Phase, in der sich in den deutschen Staaten einiges geändert hat, das wisst ihr ja wahrscheinlich. Überall entstanden Fabriken, Bergwerke, die Eisenbahn ist auf einmal durch die Gegend gefahren und es hatte sich ein vollkommen neues Berufsbild entwickelt, nämlich das des Industriearbeiters. Das klingt zuerst mal ziemlich harmlos, das war es aber gar nicht. Die Arbeiter standen für einen Hungerlohn teilweise mehr als 12 Stunden am Tag an der Maschine, an 6 Tagen in der Woche. Rechte hatten sie kaum, wer sich beschwert hat, der ist rausgeflogen. Die Arbeiter in Deutschland haben sich das eine Weile angeschaut und dann irgendwann erkannt, so kann das nicht weitergehen. Nach und nach haben sie sich zusammengeschlossen und innerhalb kurzer Zeit 2 Organisationen gegründet, die sich für die Rechte von Arbeitern einsetzen sollten, nämlich einmal den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein 1863 und dann 6 Jahre später die Sozialdemokratische Arbeiterpartei. Aus diesen beiden Parteien wurde dann 1875 die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, die sich dann 1891 den Namen gegeben hat, den sie auch heute noch hat, nämlich Sozialdemokratische Partei Deutschlands, kurz SPD. Das Programm dieser Partei von damals lässt sich relativ schnell zusammenfassen, nämlich der Arbeiterschicht sollte eine Stimme gegeben werden, die sollte zur herrschenden Macht im Staat gemacht werden. Genau dieser Herrscheranspruch wurde für die SPD aber zum Problem. Der damalige Reichskanzler Otto von Bismarck hatte Angst vor einem Umsturz im Kaiserreich und hat deswegen versucht, mit den sogenannten Sozialistengesetzen was gegen die SPD zu unternehmen. Das hat aber nicht geklappt. Die SPD wurde nur noch mächtiger. Und zwar so mächtig, dass sie zu Beginn des Ersten Weltkriegs schon eine feste Größe in der Parteienlandschaft in Deutschland war.
Nach dem Ersten Weltkrieg war die SPD in der demokratischen Weimarer Republik lange Zeit sogar die bestimmende Macht. Der erste Reichspräsident Friedrich Ebert zum Beispiel war ein Sozialdemokrat und bis 1920 war die SPD an allen Regierungen beteiligt. Dann kamen 1933 die Nazis an die Macht und haben die Sozialdemokraten wie Mitglieder anderer Parteien auch zuerst verfolgt und dann verboten. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte die SPD zwar weitermachen, musste sich bei Wahlen aber immer der CDU geschlagen geben. In der Partei wurde deshalb überlegt, woran kann das liegen, was muss man da machen, was müssen wir besser machen, und irgendwann hat man festgestellt, das Programm ist wohl schuld. In diesem Programm der SPD von damals stand nämlich immer noch, dass die SPD im Grunde so eine Revolution der Arbeiterschaft will. Das hat die SPD im Jahr 1959 geändert mit dem sogenannten Godesberger Programm. Die SPD war von da an dann keine reine Arbeiterpartei mehr, sondern auch für Menschen aus anderen gesellschaftlichen Schichten wählbar geworden, vor allem für junge, gebildete Menschen. Und das hat auch funktioniert. Die SPD hat jede Menge Zulauf bekommen und ab 1969 konnte sie dann zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg auch den Bundeskanzler stellen. Willy Brandt, der Name sagt euch vielleicht was. Und dieser Willy Brandt, der hat die SPD 1972 auch zum Rekordergebnis geführt. Knapp 46% aller Deutschen haben damals die SPD gewählt, so viel wie seitdem nie wieder. Heute träumt die SPD nur noch von solchen Ergebnissen. Zuletzt hat sie von 1998 bis 2005 einen Kanzler gestellt, nämlich Gerhard Schröder. Lange eine sogenannte Volkspartei. Das heißt, sie ist eine Partei, die sich nicht als Vertreter einer bestimmten Schicht oder Klasse ansieht, sondern die alle Teile der Gesellschaft ansprechen und ja, vertreten will. Es ist die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die dafür sorgen muss, dass jeder einzelne Mensch im Mittelpunkt unseres Denkens steht. Ich habe den Respekt vor der Lebensleistung der Menschen in unserem Land. Die SPD ist wieder da. Wir sind wieder da. Das ist eine gute Nachricht für die Menschen im Lande, in Deutschland.